In der wohl besten Umsetzung einer Visual Novel geht es um verrückte Wissenschaftler, finstere Organisationen, Zeitreisen und Akihabara. Was will man bitte mehr? Steins Gate. Ein junger Mann, der von sich selbst überzeugt ist, ein genialer Wissenschaftler zu sein, lebt im bunten Paradies der Otakus und Anime-Fans, dem Tokioter Stadtteil Akihabara. Er hat dort einen ranzigen Abstellraum über einem Geschäft gemietet und daraus ein kleines Labor gemacht. Zusammen mit einem naiven Mädchen, welches seine Geisel spielt, und einem sehr beleibten Hacker baut er dort allerlei Gerätschaften, die meist nicht wirklich funktionieren oder sinnlos sind. Dabei glaubt der Wissenschaftler, dass ihm ständig eine böse Organisation auf den Fersen ist, welche die Welt aus den Schatten bedroht. Seine neueste Erfindung stellt eine telefongesteuerte Mikrowelle dar, die Bananen in grünen Schleim verwandelt. Doch eines Tages beginnen merkwürdige Dinge zu passieren. Eine andere berühmte Wissenschaftlerin, die tot aufgefunden wird, ist plötzlich wieder am Leben, nachdem der Mann eine Textnachricht über die Mikrowelle verschickt hat. Es zeigt sich, dass der Wissenschaftler tatsächlich eine Zeitmaschine gebaut hat, die Nachrichten in die Vergangenheit schicken kann. Sofort beginnt das Team, die Möglichkeiten der Maschine auszutesten und die Probleme der Mitglieder zu lösen. Doch dann tauchen tatsächlich Agenten einer mysteriösen Organisation auf und die Geisel des Wissenschaftlers wird getötet. Nun versucht er verzweifelt durch Zeitreisen das Mädchen zu retten, jedoch tauchen echte Zeitreisende aus der Zukunft auf und die Dinge laufen aus dem Ruder. Ist Schicksal wirklich unabwendbar oder kann die Zeitlinie übersprungen werden? Ein geniales Meisterwerk, das mit einer unglaublich fesselnden und wendungsreichen Storyline sowie schön schrulligen und tiefgründigen Figuren aufwartet. Die wissenschaftlichen Konzepte sind auf echten Theorien aufgebaut und gut in das Setting eingearbeitet.